Ankerlichten, leinenlos und volle Kraft voraus auf dem Traumschiff. Fesche Captains und Matrosen zeigen sich in ihrem besten Seemannsgewand. Die Idee, Motto-Partys in Wien zu veranstalten, kam Motto am Flussbesitzer Bernd Schlacher spontan in den Sinn. Wir sind vor einem Monat zusammengesessen, Janine und ich, und haben so geplaudert, du eigentlich, wenn man Fernsehen, Zeitungen, es sind immer nur Krise, 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 wir machen ein Fest, okay? Wir machen ein Fest, wir sind hier am Schiff, wir machen, okay, Traumschiff, hat uns allen gefallen in den 80er Jahren, alle Fans von Sascha Haen, hallo, und dadurch ist das Fest zustande gekommen. Vor allem die Damenwelt scheint sich über das Motto Traumschiff zu freuen. Man sagt ja, dass Männer in Uniformen besonders sexy sein sollen. Hast du schon mal den Dieter Schmähle im Matrosenanzug gesehen? Dann weißt du, dass das nicht immer der Fall ist, dass sie sexy ausschaut. Nein, die schaut einfach süß aus, so ein bisschen so in der Navy. Und ja, aber ich glaube, es passt schwulen Männern ein bisschen besser als heterosexuell. Weil das relativ hübsch ist, weil das schneidig macht. Weil man sich sofort ein bisschen besser fühlt, das ist ja für jeden Fakt. Man ist in einer ordentlichen Montur oder in einer Einzelpanier, wie wir hier sagen. Das passt schon, das ist schon in Ordnung. Aber ich muss gestehen, ich fühle mich als Admiral deutlich wohler als als Leichtmatrose. Wobei man immer mal Leichtmatrose gewesen sein muss, um dann in die Admiralität aufsteigen zu dürfen. That's how it works. Aha, Admiral Vogt. Ob er wohl genauso gut bei den Damen ankommt wie die knackigen Kellner? Doch Kati Belovic weiß, dass bei diesen Herren keine Hoffnung besteht. Diese Männer, ich meine, das weißt du genauso wie ich, diese Männer, die hier in sexy Outfits herumrennen, die interessieren sich weniger für dich und mich. Das ist halt die Zukunft anscheinend. Zwar nicht im sexy Seemanns-Outfit, aber dafür gegen alle Gerüchte zusammen kommen Barbara Kalisch und ihr Mann Roland Hofbauer. Über ihre Beziehung wurde in letzter Zeit viel spekuliert, doch wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um echtes Seemannsgarn. Naja, wir treffen uns dann noch zufällig auf Festen oder zu Hause oder bei Urlauben oder bei gemeinsamen Essen. Das ist eigentlich eher Zufall. Ja. Alles zufällig, ja. Offensichtlich sind nicht nur die Gazetten des Landes exzellente Seemannsgarnspinner. Nein, auch Tänzerin Yvonne Ruef beweist ein großes Talent im Lügengeschichten erzählen. Das war mal mit einer Versicherung. Da ist was zu Bruch gegangen und bin draufgekommen, eigentlich die Einzige, die versichert ist in die Richtung, ist mein Hund. Und haben mir dann eine Geschichte ausgedacht, dass er mit Wedeln, das war ein Handy, das Handy vom Tisch runtergefallen ist und so unglücklich auf die Ecke, dass dann das Display gesprungen ist. Und hat die aber dann so oft erzählt, dass sie am Schluss, habe ich sie schon selber geglaubt. Und der Hund ist versichert und ich habe es eigentlich eh noch nie ausgenützt. Und ja, das ja, war die Geschichte. Kreativ scheint die Dame auf jeden Fall zu sein. Das beweist sie auch, als wir Ideen für neue Motto-Partys suchen. Denn ab jetzt wird einmal im Monat die Verkleidungskiste geplündert. Also ich hätte gerne eine Pyjama-Party hier, weil es dann einfach praktisch ist. Man braucht sich nicht viel überlegen beim Stylen. Man hat auch was Bequemes an und man kann so schlummertrunkmäßig sich was zu sich nehmen. Allerdings, wir haben es auch schon mal uns angedacht, so eine Party zu machen. Das Problem ist mit den Nacktschläfern. Also da muss man einen Dresscode rausgeben, aber ansonsten würde ich das sehr cool finden. Was die Barbara, Barbara ist süß, ja, weil da kann man alles schön verstecken. Ansonsten hasse ich Fasching. Und Motti, und ich mag das gar nicht. Ich bin nicht lustig. Optisch schon. Na, ob bei solchen Aussagen nicht doch bald eine Ehekrise ins Haus steht? Wohl eher nicht. Gehen die beiden doch gemeinsam durch dick und dünn.